Okay. Vielleicht macht der die Suike auch was, aber irgendwie macht nur Yuma seine geschwungenen Bewegungen. Auch schön. Tür? Tür. Tür. Gut. Durch die Tür. Ganz klar erkennen. Ja, das ist mir auch aufgefallen eben. Und ich war so merkwürdig. アイコは何者かに校舎裏の花壇に呼び出され、そこで殺されたんだよ。靴はその後で屋上に運ばれたのか。凶器となったのは花壇のレンガだと思う。アイコの血がついたレンガは結婚の途切れ方が明らかに不自然だった。 Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich hab's nicht gesagt, aber war ein bisschen suspekt. Ja. Ich muss überhaupt nichts sagen. Er sagt es ja alles. Er erzählt uns ja alles. Genau das, was ich mir gedacht habe. Ja, ja. Ah, ja, genau, okay. Jetzt kann ich mich erinnern, genau. Das haben wir erfahren. What? Naja. Wow. Noch weiter hoch. Das Dach ist aber ganz schön weit oben. Oh Gott. Tür öffnen. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass irgendwer eine Aussage gemacht hat, aber jetzt. Ja, ja, stimmt. Du wusstest überhaupt nicht mehr, dass die Karen das war. Oder die Karen. Die ist tot. Du kannst dir so oder so nicht helfen. Ihr Leben ist schon längst vorbei. Ja, Mann. Was redest du? Sollen wir auch springen? Oh, ich weiß nicht. Dieses Spiel ist ja ein bisschen crazy. Oh, nee. Also. Nö. Vielleicht hat es die Karen sie wirklich umgebracht. Ja. Ich muss überhaupt nichts sagen. Er hat all die Gedanken, die ich habe. So was passiert leider sehr schnell. その殺人が今回の事件のきっかけだとすると、カレン殺しの動機はその復讐か。アイコの席を奪い合ったんじゃなくて、アイコの席を奪ったカレンへの報復だったんだ。Also haben wirklich alle drei zusammengearbeitet? その犯人は誰よりもアイコを。Wer sich am meisten um Aiko sorgt, alle drei. Sie waren ja alle mit ihr befreundet. 誰がそうなんだろうな。 Vielleicht taucht ja ein Phantom auf oder sie kann uns den Hals aufschneiden. Wobei es sieht nichts aus. Ja. Irgendwie was müssen wir tun. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Okay. Aha. In die Ferne schauen, okay. Schau aber zur Sicherheit noch, was es sonst noch gibt. Nicht, dass wir bekommen hier sowieso keine Punkte, aber vielleicht kann ich mit wem reden. Was ist das? Hallo? Kommt man hier nicht vorbei? Hineinspähen? Hineinspähen? Soll ich lieber in die Ferne schauen oder hineinspähen? Ich möchte beides erfahren. Ich werde mal speichern und beides ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich beides machen kann oder nur eines. Sorry, ich habe nicht gelesen. So weit oben. Oh,
Irgendwas, was hat er gesagt? Wir sind sogar über den Wolken. Achte lieber darauf, nicht zu fallen. Du willst also nicht, dass ich dich schubse? Oder? Es gibt kein Oder. Ich will definitiv nicht, dass du mich schubst. Okay. Gut, da ist gar nichts. Sehr gut. Dann schauen wir in die Ferne. Der Wind fühlt sich gut an. Es ist kaum zu glauben, dass wir uns in einem geheimen Labyrinth befinden. Schau mal, wie cool das da unten ausschaut. Fast Ghibli-mäßig. Das könnte so ein Schloss im Himmel sein oder sowas. Cool. Das ist cool. Ja, finde ich wirklich geil. Von da hinten ist der Olymp oder so. Okay. Eines Tages werde ich ein Konzert auf einer so hohen Bühne geben und dabei auf meine begeisterten Fans blicken. Na gut. Dann können wir noch hier in die Ferne schauen. Können wir woanders noch in die Ferne schauen? Nö, schaut nicht so aus. So. Hm? Ja? Der Wie-Weg. Du meinst, das sind die, wo immer die Sackgassen waren? Stimmt, aber wir sind ja so gelaufen, auch um die Kurven. Wow. Wie theatralisch da in dem Theater. Soll ich etwa echt runterspringen? Ja, so, nicht so. Ano, mitsu no ruto tte. Was hat er für einen Einfall? Oh, okay. Das ist das Überraschende? Oh, okay. Also rechts haben wir, sind wir losgegangen. Okay. Sie alle führen nach vorne auf jeden Fall, ne? Okay. Vor allem, er hat einen Stift dabei, aber mit so vielen verschiedenen Farben. Was ist das für ein Stift, der auf einem Betonboden zeichnen kann? Ganz komisch. Also war es wirklich eine Sache von allen dreien? Eine Gemeinschaftsarbeit, oder was? Okay. Gut. Danke, Shinigami. Ah, das haben wir lang nicht mehr gehabt. Ui. Was ist da? Ah, es hat ein. Das Verbrechen war nur möglich mit Hilfe eines. Koto. Komplizen? Lee. Und jetzt noch ein Z. Wo haben wir das denn? Da. Komplize. Eines Komplize.
Eigentlich müsste ein N noch hinten dran. Oder? Mit Hilfe eines Komplize. Mit der Hilfe eines Komplizen. Aber gut. Ich habe mir nur gedacht, wie wir gerade wieder am Strand waren und sowas. Und so schön. Muss ich mal warten, bis die Ladebildschirme vorbei sind. Ich habe mir gedacht, so. Wenn du irgendjemandem erklären musst, worum es in dem Spiel geht. Und bist so, ja, das ist halt ein Detektivspiel und du musst Morde aufklären und sowas. Und dann zeigst du ihm so Screenshots. Und ich wette, es gibt diesen Screenshot von Shigami in dem Fass am Strand. Und sie drehen sich zu dir um und sind so, Bitch, what the fuck did you just say? What is this? Und du bist so, trust me. Vertrau mir, Mann, das sind Morde. Morde musst du aufklären. Die Frau im Bikini ist nur ein Zusatzmankerl. So doof. Das erinnert mich an diese Fälle, wo die Ehefrauen jeweils den Mann der anderen umbringen. Wisst ihr, wo so zwei Frauen ihre Männer verlieren, aber da wird ja immer dann der Ehepartner verdächtig zuerst. Und die Frau von Ehemann A den Ehemann B umgebracht hat für ihre Freundin. Und die Frau von Ehemann B, die den Mann Ehemann A umgebracht hat. And no one knew. wo ich so bin, es macht es auf jeden Fall schwieriger rauszufinden. Aber du musst halt dafür sorgen, dass keine Verbindung zwischen dir und der anderen Frau entsteht. Weil sonst können die Leute, also die Polizisten und sowas draufkommen und sind sowas zum Teufel eine Spitzhacke. Ah, wir können jetzt durchbrechen. Sehr gut. Können wir einfach ganz nach vorne porten, zum vordersten und nur durch die brechen? Oder müssen wir durch alle drei? Wie auch immer. Oh, okay. Zoom, Kamikaze. Was war das gerade? Sehr intelligent. Sie haben sich gerecht. Ah, zu schade, dass sie alle sterben werden. Oh, das schaut immer so brutal aus. Du klingst sehr selbstbewusst. Wir haben die drei ein unmögliches Verbrechen bewerkstelligt. Was meinen Sie damit? Okay, die Zeitachse. Dann würde ich, glaube ich, sagen, das Rote zuerst, oder? Wie wurde das Gift in den Theatersaal gebracht? Dann wie wurde es ins Glas gemischt? Und dann wie... eigentlich nicht, aber zuallererst musst du das Gift hinbringen. Dann musst du es ins Glas mischen, oder? Schauen wir mal. Mein Gott! Er muss da hinterher rennen, der Yuma. Und er hält sich da fest. Das ist irgendwie geil. Genau, das haben wir auch festgestellt. Es sind sehr intelligente junge Damen, musst du aber sagen. Dass sie extra so, okay, ich nehme ein Gift, aber damit keiner glaubt, dass ich es war, weil nach 30 Minuten, sehr smart, sehr smart. Kinda proud.
ポーチの中に予備のグラスを隠し持ってね。そして彼女はその予備のグラスに毒を塗った後、再びそのグラスをポーチに入れて、何食わぬ顔で演劇場に戻って、Hände abgeputzt. So, bascht. Fertig. Mein Teil ist erledigt. Oh. Alles okay. Was hat Yoshiko mit dem vergifteten Glas gemacht, nachdem sie es gebracht hatte? Es Varuna gegeben, es Karen gegeben, es Kurane gegeben. Also Karen hat es nicht gegeben. Varuna, Kurane. Ich glaube, der Varuna müsste sie es gegeben haben, oder? Oder der... Weil die Varuna war auf der Bühne. Die ganze Zeit. Ne? Aber rein theoretisch ist ja das Nächste, was passiert ist, wie das Gift dran gekommen ist. Beziehungsweise wie... die Karen an das Glas rangekommen ist, oder? Oh, ich weiß es nicht. Okay. Nice. Genau, wie wurde das Gift gemischt? Das meinte ich. Weil die Kuruna, die ist ja für die Scheinwerfer verantwortlich gewesen, also muss sie ja ganz am Schluss kommen. Und weil wir die Yoshiko ja schon erledigt haben, müsste die Varuna eben als zweites ihren Teil erfüllen. Ah, ja. Ist er fast gerade gestolpert? Der Yuma. Er ist jetzt so geworfen, so... Catch! Die 5 Sekunden würden tatsächlich reichen. Von da nach dort... Ja, im Dunkeln an dem Glas zu tasten. Ganz entspannt gehen sie da herum. Eiskalt. Ja, yeah. Genau. Echt widerlich, ganz ehrlich. Ich finde das nicht schön. Sie ist doch einmal hingegangen, oder? Ja. Genau. Der Wind. Es rauscht der Wind neben uns. Es ist ziemlich mutig, ja, weil in 5 Sekunden und dann schnell in 2-3 Sekunden. Nö, nicht für dich. Das zu machen, also wirklich wie Magier eigentlich. Okay. Ah, hi! Wie wurde das vergiftete Glas ausgewählt? Es wurde in dem Karen Kurane führte zu ihm. Ja, genau. Die war ja verantwortlich für die Lichter. Und im Drehbuch stand ja, nimm das. Vor allem, wie geil, es ist gleich da vorne. Ich frage mich, wie lange sie jetzt rennen werden. Ob sie einfach gleich da sind. Weil, ich meine, wir sind nicht so weit entfernt von der Wand. Du musst zugeben, ja, ich muss zugeben zumindest, dass jedes einzelne dieser Labyrinthe aber einzigartig ist. Keines funktioniert wie das andere im Grunde. Ich meine, schon die Kämpfe und... das Halsaufschlitzen und sowas, aber es ist immer was anderes los. In dem ersten sind wir
angeblich in eine Sackgasse gelaufen, haben dann umgedreht und sind aber dann tatsächlich am falschen Weg gewesen. Das heißt, das erste war ja richtig damals. Und dann gehst du zurück und fällst runter und es hat nur so ausgeschaut wie eine Sackgasse. Und hier ist wieder, da sind die Wände, durch die du erst durchbrechen musst und so weiter und so fort. Also es ist immer was anderes los. Und das finde ich echt beeindruckend. Finde ich cool. Das ist ja furchtbar. Das ist die wahre Tragödie. Oh, das war aber nicht nett. Im Jenseits des Hasses könnte auch Liebe sein. Nein, Mann. Wenn eine Dame sagt, sie will nichts von dir, dann lass sie einfach in Ruhe. Und versuch es bei jemand anderem. Aber die ganze Zeit so aufdringlich zu sein, ist echt unangenehm. Gut. Wer hat Karen ermordet? Alle drei. Oder? Ja. Weil du kannst nicht zwei nur auswählen. Das wäre dann schwieriger, wenn du nur zwei auswählen könntest. Da waren sie so, oh, wir haben keine Idee mehr. Wobei wir ja eigentlich jetzt schon wissen, wer es war. Also ist der Wehrraum, wenn wir da aufmachen, wenn uns die Damen entgegenschauen, drehen sich so gleichzeitig um und sind so, how dare you. Die traurige Sache ist halt wirklich die, dass alle drei jetzt sterben werden, wenn wir das gelöst haben. Das ist echt unangenehm. Da sind so viele junge Menschen gestorben in diesem Kapitel. Das... Ah, das ist die Aiko, der Grabstein. Deswegen, Leute, Verbrechen lohnt sich nicht. Am Ende sterbt ihr nur, weil irgendjemand ein Labyrinth, ein mysteriöses, öffnet und eure Seele holt. Okay, sie sind alle traurig. Ja, it is. Wow. Wer will denn da drin wohnen? Stell dir vor, du musst von dem hinteren Zimmer oben zu dem vordersten. Oi. Da wanderst du einen ganzen Tag, bis du da hinkommst. Da brauchst du so diese Kutschen, die du entlang ziehen kannst. Nicht per Pferd, sondern so mit den Menschen. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Njom, njom, njom. Yay. So, was war denn nochmal? Tritt und so. Gott, Shinigami. Ja. Was tritt das an? Ja. Ja, okay, sie wollen sich alle gegenseitig beschützen. Doch, den gibt es. Weil ihr alle drei die Aiko gemocht habt. Zerstöre die Mauer. Gut, Paarfoto. Das. Das da, oder? Aiko. Ja. Nice. Oh, dankeschön, dankeschön. Ja, er ist traurig. Er freut sich gar nicht, weil er genau weiß, was kommt. Ich verstehe ihn. Es ist kein schöner Fall. Es sind sehr traurige Fälle. Oh. Ah, es ist so
Eine Verschwendung von Leben einfach. Deswegen mag ich das nicht, dass die Leute sterben, wenn du die Labyrinthe löst und sie nicht irgendwie zur Verantwortung bringen kannst. Das ist. Es gibt keine Verbindungen zwischen uns. Ja, das Paarfoto wieder, ne? Also. Gott sei Dank. Oh no. Now I feel bad. Jetzt müssen wir nur springen, oder was? Weil jetzt mussten wir die ganze Zeit. Ja. Wir mussten die ganze Zeit angreifen und treten und jetzt die ganze Zeit springen. Also. Oh. So bitte lass uns in Ruhe. Dieser Flip war ja geil. Was war das denn? Wir haben nichts miteinander zu tun. Ich fürchte, das stimmt so leider nicht. Nein. Sie haben wahrscheinlich nur so getan, damit auch niemand darauf kommt, dass sie zusammenarbeiten könnten. Sie hatten eine Verbindung. Und ich habe zuerst gedacht, dass sie sich vielleicht auseinandergelebt haben, gestritten haben, nachdem die Aiko gestorben ist. Aber offenbar haben sie einen Plan der Vergeltung. Ja. Oh, this is just... einen Plan der Vergeltung sich ausgedacht, der jetzt zu einem traurigen Ende führen wird. Shigeru. Sie so ganz leise. Nein. Ich habe leider keine große Wahl. Oh. Sie so, bitte hör auf. Oh nein. I'm so sorry. I'm so sorry. Ich kann leider nicht anders. Ich wünschte, ich könnte. Ich wünschte wirklich. Aber das Problem ist, dass unsere Freundin Wendy dafür verhaftet worden ist. Wir haben nichts miteinander zu tun. So ja! Ich würde sagen, der Controller vibriert wie verrückt. Und ich finde das toll, weil mein Bruder hat die Vibration immer ausgestellt. Und ich bin so, wieso? Wer spielt denn ohne Vibration? この写真こうして1枚に繋げてみると。みんな揃って楽しそうな笑顔じゃねえかよ。なのにどうして。はいはい、しんみりする前にやることやらないと。 Ja, ich weiß. Ich weiß, aber... Wenn wir nicht einfach gehen und in der realen Welt die Lösung sagen,
Ich meine, wieso? Wir müssen die Wendy rausholen, ist das Ding. もしかしてあいつらに同情してる？そんなの探偵のやることじゃないよ。探偵は謎を解くのが使命でしょ? Ich finde, es gehört mehr dazu, aber gibt es keinen Weg, dass sie leben können? Ich will sie ja nicht davonkommen lassen. Ich würde nur gerne, dass sie... Das sind drei Leben. Das wurden schon so viele genommen. Ja, weil wir Menschen sind. Wir können unsere Gefühle nicht einfach ausschalten, wann wir wollen. Außer du hast irgendeine Störung. Da gibt es ja Leute, die... ich glaube, Soziopathen oder sowas, die nichts irgendwie fühlen, aber ganz genau kenne ich mich nicht aus. Also... Ich schätze... Immerhin werden sie mit Aiko wieder vereint sein. Also ist das eines der positiven Dinge, schätze ich mal. Schlussfolgerung, Auflösung. Boah. Wow, 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 wow. Ja, wir schauen. ZR? Was macht ZR eigentlich? Gar nichts. So nicht. Wieso macht ZR nichts? B-Übersicht? Ah, okay. So kann ich umblättern. Ah, okay, ich kann mit dem Steuerkreuz kann ich die Dings hier unten wechseln. Okay, okay, das war eben das, was mich gefragt habe. Also. Was ist da? Die Akademie, das haben wir da noch nicht. Notiz im Drehbuch. Welche Waffe hat sie verwendet? Kann man noch nicht sagen. Als was wurde Aikos Todesursache getarnt? Karen grüßt. Wohin ist Yoshiko gegangen? Und was hat Yoshiko auf das Glas getan? Gläser ausgetauscht ist ja dann hier irgendwo, oder? Was hat Kurana verwendet? Was hat Varuna getan? Da sind wir. Da ist es. Jawohl. Was haben wir da? Ziegelstein, das gehört ganz an den Anfang. Ja, genau, der Ziegelstein. Oh, da hat sich aber jetzt viel freigeschalten, um Gottes Willen. Chemielabor, Gift und Suizid durchspringen. Da. Eieieiei, Scheinwerfer. Was kann man nachher machen? Was hat sie? Was zu lotsen? Den Scheinwerfer? So, führt Karen mit dem Scheinwerfer zum Giftglas? Gift und Chemielabor? Also, wohin ist sie gegangen? Da? Und dann können wir das Gift da hingeben. Genau. Sehr schön. Und dann noch die letzten. Hier ist dann das Drehbuch, oder? Warum hat Karen das Vergifter genommen? Wegen der Notiz. Und dann haben wir hier das letzte, die Aiko. Für wen haben die drei die Straftat begangen? Und das ist die ganze Wahrheit hinter dem Verbrechen. Aber sie werden es uns nochmal schön in wunderbaren Cutscenes erzählen. Also... Seid gespannt.